Leslie, bist du schon richtig wach? Oh, meinst du, ob ich noch lebe? Ich wünschte, ich wäre tot. Oh. Sie müssen sich ja ganz schrecklich fühlen, Dr. Webber. Es ist, als ob eine Armee von meinem Kopf zu meinem Magen marschiert. Oh. Können wir denn nicht irgendwas für dich tun, Leslie? Oh, ihr beide könntet aufhören zu schreien. Und lasst die Sonne nicht rein. Ja, natürlich, Verzeihung. Es muss doch was geben, was wir für dich tun können. Möchtest du was? Nein, nichts. Nur Ruhe und Frieden, Amy. Danke. Soll ich Ihnen einen Tee holen? Vielleicht möchten Sie einen einfachen Toast. Oh, nein. Können wir denn gar nichts tun, um dir zu helfen, Leslie? Denkt euch einen neuen Namen aus und eine neue Stadt. Oh, ich habe mich gestern so blamiert, es ist entsetzlich. Oh nein, nein, ganz und gar nicht. Alle haben gesagt, du warst ganz irreulkig. Oh, irreulkig? In meinem Alter war ich irreulkig. Nein, nein, Sie sind nicht direkt ulkig gewesen, so hat sie das nicht gemeint. Sie waren nur leicht beschwipst, das ist alles. Ich erinnere mich nur noch an wirbelnde Lichter. Ich war in der Disco. Moment mal. Moment mal, wer war noch da? Oh, es waren gar nicht so besonders viele. Da waren nur Bobby Spencer und Luke Spencer und Howard Lansing und Zelda waren da. Und sonst bloß noch Rick. Rick? Ja, der war das, Rick. Oh, Rick hat mich nach Hause gebracht. Alle haben Ihnen geholfen. Howard und Zelda übrigens. Hören Sie bitte auf. Ich will nichts mehr davon wissen. Vielleicht sollten Sie erst mal noch eine Weile schlafen, Dr. Webb. Weiter schlafen, eine gute Idee. Soll ich im Krankenhaus anrufen? Ja, tun Sie das bitte und sagen Sie, ich komme heute nicht. Ich komme vielleicht nie wieder. Ich bleibe hier liegen und sterbe. Es muss doch irgendwas geben, was wir für die arme Frau tun können. Wir können Ulrich anrufen, das werden wir tun. Guten Morgen, Rick. Guten Morgen, Rose. Wie geht's? Laura? Laura, bist du's? Amy? Was ist los? Du klingst ja so komisch. Zerbrich dir nicht den Kopf. Nichts ist los. Was gibt's denn so Wichtiges? Es ist wegen Leslie. Es geht ihr furchtbar schlecht und sie sieht einfach schrecklich aus. Stell dir vor, sie ist gestern Abend in die Disco gegangen, ganz allein. Und da hat sie... Ja, ja. Schon gut. Ich weiß Bescheid, Amy. Ich war da. Ich habe Dad angerufen, dass er sie abholt. Er ist nicht früh genug gekommen. Sie hat einen schrecklichen Kater und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ruf Dad an. Als Arzt kennt er bestimmt ein Mittel. Leslie ist auch Arzt und sie hat offenbar keines. Ich habe bei ihm angerufen, aber er ist nicht zu Hause und im Krankenhaus ist er auch noch nicht eingetroffen. Oh. Hast du es in Kellys Restaurant versucht? Ach, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Weißt du was? Versuch es doch. Vielleicht ist er da. Er weiß bestimmt, was man tun muss. Und ich komme gleich zu euch. Danke, Laura. Leslie braucht jetzt wirklich Hilfe. Sie ist ziemlich hinüber. Bis gleich. Rick? Es ist für Sie. Eine Amy Vining. Sie sagt, es sei dringend. Naja, den Anruf habe ich erwartet. Entschuldigung. Ja, Amy? Rick, ich bin ja so froh, dass ich dich gefunden habe. Es ist wegen Leslie? Woher weißt du? Das ist nicht so schwer zu erraten. Ihre Gesichtsfarbe gefällt mir gar nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das Beste, was du tun kannst, ist, lass sie weiterschlafen. Aspirin hilft. Gib ihr am besten zwei. Sorg dafür, dass sie im Bett bleibt. Ich komme bald vorbei. Sie wird's schon überleben. Danke. Ich wusste, auf dich kann ich zählen. Bis nachher. Bis nachher. Ich gehe schon. Ach, Rick, ich bin froh, dass du da bist. So eine Begrüßung höre ich gern. Wie geht's unserer Patientin? So elend habe ich sie überhaupt noch nicht gesehen. Hat sie Aspirin genommen? Ja, und sie ist auch im Bett geblieben, und zwar ganz freiwillig. Ach, Dr. Webber, ich bin froh, dass Sie hier sind. Siehst du? Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, aber Ihre arme Frau, die... Ach, Dr. Webber... Sie ist ein Häufchen Elend. Sie jammert und stöhnt, versteckt sich unter der Bettdecke. Ich denke, das hier wird helfen. Was ist das? Das wird den Magen beruhigen. Haben Sie etwas Saft Orangen oder ja, so? Ja, Sir, frisch ausgepresst. Nein. Vermischen Sie den Inhalt mit etwas Orangensaft in einem Glas. Hier, bitte nehmen Sie. Ist gut. Also, ist sie wach? Sie dämmert. Na gut, ich gehe rauf. Bringen Sie mir das Zeug nach. Ja, Sir. Schön, dass er wieder mal hier ist. Ja, ich finde, ohne ihn ist das Haus nicht dasselbe. Er fehlt mir. Er fehlt uns allen. Und Leslie auch. Ja, besonders seiner Frau. Eigentlich klingt das ein bisschen kindisch, aber ich hoffe immer noch, dass es für die beiden nicht zu spät ist, für Rick und Leslie. Das klingt gar nicht so kindisch. Aber die Scheidung ist rechtskräftig. Ach, na wenn schon.